Spaghetti alla Carbonara. Obwohl das Pasta-Gericht eigentlich recht simpel ist, machen wir es angeblich völlig falsch. Unsere Version würden die Italiener eher als Schinkennudeln mit Sahne bezeichnen. Die echte Carbonara macht man nämlich ganz anders. Aber wie? Darüber streiten zwei Regionen in Italien. Bologna gegen Rom. Aber wer hat denn nun das beliebte Pasta-Gericht erfunden? Wir reisen zuerst in die italienische Hauptstadt Rom. Hier trifft unsere Reporterin Margherita Chefkoch Alberto Martelli. Ciao, guten Morgen. Ciao, buongiorno. Na, alles gut? Tutto bene? Ja, danke. Alberto zeigt uns, wie man eine echte italienische Carbonara nach dem angeblichen Originalrezept zubereitet. Dafür muss er erst einmal Eier besorgen. Schon hier hat der Italiener einen Tipp parat. Das Wichtigste ist die Eigröße, denn wir verwenden pro Portion ein ganzes Ei. Sie sollten am besten Größe L haben. Mit den Eiern im Gepäck nimmt uns der Italiener mit in sein Restaurant. Der Name passt schon mal. Das La Carbonara liegt im Herzen Roms und existiert schon seit mehr als 100 Jahren. Albertos Familie betreibt die Gaststätte in der vierten Generation. Schon Jahrzehnte bevor das Ur-Carbonara-Rezept erstmals 1960 in einem offiziellen Kochbuch auftaucht, hat es Albertos Urgroßmutter mit anderen Rezepten per Hand niedergeschrieben und archiviert. Ich zeige dir ein paar alte Bilder, wie das Restaurant früher aussah. Das ist meine Oma. Und schau, das ist eine alte Speisekarte des Restaurants. Un menu del ristorante. Es ist von, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, aber schau, es wurde mit der Hand geschrieben. Und hier haben wir Penne alla Carbonara. Wie? Penne alla Carbonara? Wir nehmen doch immer Spaghetti. Die Nudelform sei nicht entscheidend, meint Alberto. Das Wichtigste ist die Soße. Und wie man die zubereitet, zeigt uns der Italiener jetzt. Im Gegensatz zur deutschen Variante enthält sein Originalrezept weder Kochschinken noch Sahne. Statt Kochschinken verwendet Alberto Guanciale für seine Urcarbonara. Das ist nicht wie normaler Schinken aus der Hüfte des Schweins, sondern aus der Wange und hat einen besonders hohen Fettgehalt. Es ist sehr wichtig, welchen Fettgehalt wir in Guanciale haben. Je mehr Fett, desto geschmackvoller ist er, wenn wir ihn in der Pfanne garen. So kommt nämlich mehr Salz heraus. Der Guanciale ist nicht geräuchert, sondern mindestens 2 Tage luftgetrocknet und nur mit Salz, Pfeffer und etwas Paprika gewürzt. Alle Zutaten waren früher leicht zu finden und vor allem billig. Für Leute, die Kohle verkauften oder aus der Apenninregion kamen, war es leicht, ein Stück Pecorino, ein paar Eier und etwas Guanciale zu kaufen. Sie konnten dann alles mischen und Carbonara war das Ergebnis. Einer Legende nach war Carbonara das traditionelle Gericht der Köhler. Und das soll sich wie folgt abgespielt haben. Anfang des 19. Jahrhunderts bauen Arbeiter in der römischen Bergregion Apennin Kohle ab. Das Lieblingsessen der Köhler ist Pasta mit Käse, Ei, Pfeffer und Speck. Da das Gericht typisch für die Carbonari, zu Deutsch Köhler, ist, bekommt es so seinen Namen. Spaghetti alla Carbonara. Also Spaghetti nach Köhlerart. Einer dieser Köhler war Albertos Urgroßvater. Und weil seine Urgroßmutter immer warme Mahlzeiten für die Arbeiter machte, entstand die Idee, ein Restaurant zu eröffnen, in dem sie das Lieblingsgericht der Köhler, Carbonara, servierten. Carbonara ist das Ergebnis einer sehr langen Tradition. Es kann sein, dass es sie schon um 1500 gab und niemand es wusste. Eins ist aber gewiss. Neben dem besonders fettigen Schinken und der Penne darf das Wichtigste natürlich nicht fehlen. Die Soße. Damit die am Ende auch ohne Sahne schön cremig ist, kommen jetzt die Eier ins Spiel. Alberto verquirlt das ganze Ei einfach mit den vorgekochten Nudeln.
Die müssen aber auf jeden Fall etwas abkühlen, damit das Ei nicht jetzt schon gar wird. Als nächstes gibt Alberto Parmesan hinzu. Wichtig beim Braten, die Pfanne die ganze Zeit ordentlich durchrühren und schütteln. So stockt die Ei-Parmesan-Soße nicht, sondern wird schön cremig. Und das ganz ohne Sahne. Sahne verwenden ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann. In Italien sagt man deshalb auch, wer Sahne nimmt, kann nicht kochen. Un minuto. Noch etwas extra Käse drauf und groben Pfeffer. Hinter dem steckt übrigens eine zweite Theorie zum Namen. Carbone heißt auf Italienisch Kohle. Die Pfefferstückchen sehen aus wie kleine Kohlestückchen. Lass uns essen. Guten Appetit. Und? Ist das Originalrezept ohne Sahne aus Rom tatsächlich besser? Es hat einen intensiven Geschmack, ist also auf traditionelle Art zubereitet. Die Guanciale hat auch einen starken Geschmack und ist knusprig. Ich persönlich mag es sehr, wenn es so gemacht wird. Dass es schmeckt, ist aber kein Beweis dafür, dass es das Originalrezept ist. Denn im knapp 400 Kilometer entfernten Bologna, im Norden Italiens, erzählt man eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Für die Erfindung sollen nämlich der Zweite Weltkrieg und US-Soldaten verantwortlich sein, behauptet Alberto Fabri. Der Buchautor meint, sein Freund, der verstorbene Meisterkoch Renato Gualandi, habe das Originalrezept der Ur-Carbonara weltweit bekannt gemacht. Ja, das war Gualandi, als er etwa 40 Jahre alt war. Die beiden lernten sich in den 80ern kennen. Und Fabri sagt, der Meister habe ihm persönlich das Originalrezept verraten. Da der Buchautor selbst kein Koch ist, wünscht er sich Unterstützung am Herd von unserer Reporterin Margarita. Für die angebliche Ur-Carbonara brauchen die beiden Milch und Eigelb. Allerdings beides in Pulverform. Das sind die beiden Grundzutaten, aus denen Gualandi 1944 die Grundsoße machte, mit der er dann die Pasta würzte. Aber warum Pulver? Die erste Carbonara war doch kein Fertiggericht, oder? Der Buchautor erzählt, dass die Ur-Carbonara aus der Not heraus entstanden ist. Bei dem Fertigpulver handelt es sich um eine sogenannte K-Ration, eine Kampfnahrungsration, die im Zweiten Weltkrieg von der US-Armee genutzt wurde. In der K-Ration war mit Sicherheit etwas Speck, etwas Milchpulver und auch Eipulver. Und dann gab es noch ein paar Käsesorten. Die K-Rations spielen bei der Entstehungsgeschichte der Ur-Carbonara eine entscheidende Rolle, wie man in Bologna glaubt. 1944. Auch in Italien herrscht noch immer der Zweite Weltkrieg. Amerikaner befreien die Stadt Riccione. Zur Feier des Tages heuern sie den Koch Renato Gualandi aus Bologna an. Er soll ihnen ein Festmahl kochen. Das Problem? Es herrscht extremer Lebensmittelmangel. Deshalb bleibt dem Koch nichts anderes übrig, als die abgepackten Rationen der US-Armee zu nutzen. Darunter Schinken, Milch und Eipulver. Gualandi ist kreativ und zaubert aus den Zutaten die erste offizielle Carbonara. Und weil die Amis so begeistert davon sind, nehmen sie das Rezept von Gualandi mit in die USA. Von dort aus verbreitet es sich dann auf der ganzen Welt. Die Zubereitung ist ganz anders als bei der Konkurrenz in Rom. Als erstes kommt geriebener Parmesan bei geringer Hitze in die Pfanne. Mit ordentlich Wasser, damit der Käse nicht anbrennt. Stell die Hitze ein bisschen runter, es wird zu fest. Arbeite bitte mit Präzision. In den geschmolzenen Käse kommt jetzt das Milch- und Eigelbpulver. Entschuldigung. Wir haben zu lange gewartet. Es ist zu hart, nicht gut. Gib mir ein bisschen Wasser. Auch hier heißt es rühren, rühren und rühren.
damit die Soße schön cremig wird. Fehlen jetzt nur noch Spaghetti und angebratener Schinken. Alles in der Pfanne zusammenmixen. Fertig. Nach 20 Minuten Zubereitung kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Wie schmecken die Spaghetti alla Carbonara aus den Trockenrationen wie bei der US-Armee früher? Sie sind gut. Sie schmecken richtig gut. Der Käsegeschmack ist natürlich sehr stark. Aber auch der Speck hat seinen eigenen Geschmack und ist anders als Guanciale. Carbonara nach dem Originalrezept mit Armee-Rationen kann also bei unserer Reporterin punkten. Auch wenn Alberto der Überzeugung ist, die Ur-Carbonara stamme von seinem Freund Gualandi, ist der Pasta-Liebhaber beim Rezept nicht so verbissen. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung, die immer stattfinden wird. Man muss eben beachten, dass sich im Laufe der Zeit Lebensstile sowie Geschmäcker verändern. Und damit verändern sich auch die Grundzutaten ein bisschen. Man kann trotzdem sagen, Carbonara für immer. Und egal, ob die Ur-Carbonara nun aus Bologna oder aus Rom stammt, eins steht fest. Wir sind froh, dass es das Rezept des beliebten Pasta-Gerichts am Ende auch zu uns nach Deutschland geschafft hat. Molto bene.